Hallo und herzlich willkommen zum neuen YouTube-Video. Heute ist das Video ein wenig anders als normal. Genau, denn normalerweise erzählen ja Stefan und ich so Updates, wo wir gerade sind, wo wir hinreisen, was die aktuelle Situation ist. Aber unsere Kinder haben sich gedacht, wisst ihr was, wir können auch YouTube-Videos machen. Und somit haben sie jetzt einfach die Kamera in die Hand genommen und haben einfach selber gefilmt. Sie haben sich Storytelling überlegt, sie haben das selber geschnitten auf iMovie. Und wie das jetzt, was dabei rausgekommen ist, das seht ihr heute. Gucken mal, ob es eine Wachablösung hier gibt und wir dann in den YouTube-Ruhestand gehen können. Genau. Also viel Spaß. Kinder übernehmen. Aufgebaut, wie ihr das schon im Zeitraffer sehen könnt. Wir zeigen euch den jetzt einmal vom Start aus und ja, let's go. Also, okay. Das ist der Start. Hier ist der Start, genau. Hier ist ein Springseil. Hier muss hinter dem Springseil. Dann hier Start. Bist du bereit für deinen ersten Run? Nein. Okay, ist egal. Mach trotzdem. Drei, los! Das Springseil vergessen. Ich hab noch was weg. Oh, die Zeit ist... Bist du bereit? Immer. Gut, dann auf die Plätze, fertig, los! Was sagt die Zeit? Ja, warte, kann man das sehen? 11:96. Weil Marie das nicht geschafft hat, den Slalom ist sie ausgeschieden. Aber meine Zeit, 11:15, kann man das sehen? Ich würde sagen, plus 90, plus eine Sekunde, weil sie den Slalom falsch gemacht hat. Was? Den führe ich. Das ist los. Denk dran, den Slalom zu machen. Ey, was ist das denn? Aber ich würde mal sagen, glaube ich, 13:15, weil ich habe ein bisschen spät abgedrückt. Ist ja egal. Ich immer will.
Ist egal. Jetzt ist Parcourswechsel. Wir ändern den Parcours ein bisschen. Ich war der Gewinner. Und mit diesem Parcours. Ja. Der nächste. Jetzt seht ihr erstmal nochmal ein Timelapse vom nächsten Parcours. Tschüss. Und das. Kleine Änderung. Wir haben uns überlegt, dass, weil der Pool so kalt ist, dass es eine schöne Abkühlung ist, werden wir dann doppelt so viel schwitzen. Und dann schwitzen wir doppelt so viel, wenn wir zweimal den Parcours rennen. Also zweimal den Parcours und ab in den Pool. Zwei große natürlich. Dann ist ja gut. Wir laufen jetzt zweimal den ganzen Parcours rum. Zack. Noch einmal. Dann in den Pool. Da rein. Da. Da. Die wird in den Pool springen. Da. Nein. Du auch. Und ich natürlich auch. Und dann musst du so schnell wie möglich aus dem Pool wieder rauskommen und den Parcours noch einmal rauslaufen. Und dann zählt das Ziel. Das heißt, man muss im Pool so schnell wie möglich. Man darf nicht zögern. Ja, man muss einmal Kopf unter. Das kann ich jetzt schon. Ne? Einmal Kopf unter. Okay, 1 Minute 27 und 13 Millisekunden. Check. Ich würde mal sagen, ich bin dran, ne? Oh. Kamera. Ja, komm unter Mutter. Ey, sag mal! So, ich muss die Zeit stoppen, deswegen kann ich nicht ganz auf die filmen. So. Und die Zeit stoppt. Kann man das sehen? 1 Minute 32 Minuten. Bin ich besser? Was war nochmal deine Zeit? Ja. Ja, das sehen wir gleich mal.
So, ich bin der Nächste. Worauf ich mich schon besonders viel freue, sind die Stühle da vorne. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Und natürlich der Pool. Das ist Horror. Puh. Oh, jetzt sind die in den Poolnudeln dran. Kissen. Jetzt bringe ich hier rüber. Jetzt die beiden Stühle. Zack, zack. Hinstellt. Mach mal schneller, dann schaffst du nicht mehr. Ich bin K.O. Ich bin schon richtig alt. Hab mir den Pool. Go, los. Stopp. Du hast mit Abstand die schlechteste Zeit der Welt.